Hallo aus Quickborn. Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company und bei mir geht es heute um das Landleben. Wir haben so ein super, super schönes Stempelset Landleben und ja, daraus habe ich mal so eine kleine Deko gemacht. Ja, guck dir einfach mal an, wie ich das gemacht habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, ich habe mir jetzt diese vier Milchkannen hier aufgestempelt. Dazu habe ich den Stamparatus genommen und das ist ein bisschen tricky. Also ich habe das immer so ein Stück weitergesetzt, aber dann musste ich auch das immer ein bisschen weiterschieben, weil die Abstände kommen nicht genau hin. Also man muss es dann immer so weiterschieben und darum habe ich mir hier so eine Linie gezogen. Also das muss man mal so ein bisschen ausprobieren. Okay, als nächstes schneide ich jetzt aber nur im oberen Bereich hier die Milchkannen aus. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe das alles ausgeschnitten. Jetzt kommt mein Papierschneider zum Einsatz. Also ich habe es hier vorne schon mal ein bisschen auf Kannengröße gearbeitet. So, und jetzt setze ich mir den Papierschneider so rein, dass ich so zwischen den Kannen praktisch einen Falz ziehen kann. So. Und das mache ich auch bis nach unten. So, und das mache ich jetzt ja mit allen so. Die haben etwa 3 cm. Und dann brauche ich noch so einen guten Zentimeter zum Kleben. Also den werde ich mir hier nochmal jetzt abschneiden, weil so ein großes Stück brauche ich ja nicht. So, das ist jetzt hier meine Klebelasche, die ich dann noch verarbeiten muss. So, in der Länge brauche ich jetzt auch nicht so viel. Ich muss jetzt einmal direkt unter den Kannen einen Falz machen. So, und jetzt brauche ich etwa 2 cm maximal für den Boden. Ja, mehr brauche ich nicht. So. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. So, als nächstes werden die Kannen bemalt. Dafür verwende ich hier unsere Alkoholmarker, damit das lässt sich super schattieren. Und ich starte da immer ganz gerne mit der helleren Farbe, aber das musst du einfach für dich entscheiden. Das ist immer so eine, ja, so eine ganz eigenständige Sache. Also ich male erstmal mir die ganze Kanne in der etwas helleren Farbe. So, da kommen noch so ein paar Lichteffekte rein. So, und das mache ich jetzt mit allen Kannen ganz genauso. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und hier zwischen habe ich auch noch so ein bisschen geschnitten. Jetzt werden hier die Falzlinien eingeschnitten. So, das kleine Teil hier kann weg. Das brauche ich nicht. So, und hier kann auch noch ein Stück weg. Bis dahin, ja, genau, das kann jetzt auch noch hier so ein, ich glaube, das langt. Ja, genau. Und jetzt klebe ich das Ganze so zusammen. Von der Rückseite musst du dir überlegen, ob du das so lassen willst, aber da ich da ja was reinstellen will, ja, sieht man das, glaube ich, auch nicht. So, das wird jetzt hier so zusammengeklebt, dass es passt. Genau. So, der Boden passt auch. Muss ich nochmal ordentlich knicken. Da musst du eventuell mal gucken, so damit es nicht übersteht, dass du das so ein kleines bisschen anschrägst. Das ist immer
ganz gut. Das mache ich mal bei allen, dann passt das auch. Also einfach so leicht hier das Ganze anschrägen. So, und jetzt kann ich den Boden so zusammenkleben und meine kleine Milchkannendeko ist fertig. Da muss ich nur ein bisschen ordentlich knicken, damit das passt. Man könnte jetzt natürlich überlegen, ob man hier das Ganze noch so weit ausschneidet, dass es wirklich so aussieht, als ob die steht. Aber ich glaube, so ist das auch schon ganz süß. So, und dann zeige ich dir, wie das nachher fix und fertig aussieht. So, und fertig ist meine kleine Deko hier mit der Milchkanne. Ich habe jetzt noch Sonnenblumen dazu gemacht. Das kennst du noch aus meinem Hasenvideo, also mit der Stanze, mit dem Hasen. So, da habe ich zwei zusammengeklebt, habe sie auf ein Stück Draht gegeben. Du kannst aber auch dir ein paar Teile aus Papier zuschneiden und die dann zusammenkleben. Ein kleines Band darum. Hier habe ich jetzt, damit ich einen schönen Abschluss habe, mit unserer neuen Kordel hier, die super dazu passt. Das ist ja, gehört ja irgendwie zu dieser Serie dazu. Die ist auch so graubraun. Das ist so ähnlich wie unser Leinenband. So, das habe ich mit ein bisschen Doppelkleber da drum gegeben. Da drin habe ich jetzt Packpapier, damit das Ganze gut steht. Ich lege das jetzt mal so hin. Als weitere Deko kommt dann noch mal eine Blume dazu, also eine Sonnenblume. Und dann kannst du auch noch Kürbisse hier. Auch die habe ich schon mal gezeigt. Ja, und schon hast du so eine kleine Herbstdeko. Und das werde ich jetzt mal ein bisschen dekorieren. Und dann siehst du mit Sicherheit die Bilder später. Also das war hier so meine kleine Session zum Thema Landleben heute. Und ich sage Tschüss aus Quickborn. Thank you.